Willkommen zurück, Leute, zu New Super Mario Bros. U. Wir befinden uns in den Eiswürfel-Eisfälle, tatsächlich. Okay, und werden uns dort jetzt erstmal das erste Level ansehen, den Drehsternhimmel. Ich bin gespannt, ihr dürft's auch sein, klar. Okay, Eis. Eis macht diese rutschige Steuerung natürlich noch ein wenig rutschiger. Oh, der Stern ist ja cool. Wie schön der aussieht, der leuchtet. Oh mein Gott, das erinnert mich an Weihnachten. Ja, Leute, bald ist Weihnachten, oder? Also, relativ bald. Ich meine, ich nehme das Ganze hier jetzt noch ein bisschen lange vor Weihnachten eigentlich auf. Aber wenn ihr das seht, sind wir schon ein bisschen dichter wieder an Weihnachten. Und ja, vielleicht schneit es dann sogar schon. Das wäre auch eigentlich ganz cool, weil ich stehe auf Schnee. Zumindest stehe ich auf Schnee, wenn ich nicht arbeiten gehen muss, ja. Das ist so eine... Boah, okay, ich muss im richtigen Moment. Am liebsten, wenn der Koopa da hochfliegt. Bams, ja, genau so. Ja, ich weiß, dass das Ding Eichelpilz heißt. Ja, ich weiß es. Ich weiß es, aber ich nenne es Haselnusspilz, okay? Ups. Kann ich, wenn ich mich da... Na, ich wollte mich da festhalten. Vor allen Dingen will ich einmal... Ja. Oh, Mario, geh da mal rein. Ich will hier rein. Ist zwar unnötig und umsonst und überhaupt, aber... Ich wollte es unbedingt tun. Genauso wie das hier. Genauso wie das hier. Oh, nee, da kommen wir nicht mehr hoch. Das hatte... keinen Sinn mehr. Das mache ich wahrscheinlich auch wieder für ein Extra-Leben oder so ein Mist. Und werde mich tierisch aufregen. Aber was soll's denn? Ja, jetzt verstehe ich auch Drehsternhimmel. Das macht richtig viel Sinn. Krass, weil diese Sterne, die drehen sich. Mann, da hatte wieder jemand einen guten Tag bei der Auswahl der Levelnamen. Muss man so sagen. Kommt ja durchaus mal vor. Ich meine, ich darf mich darüber... Oh, shit. Ich darf mich darüber nicht beklagen, denn meine Partnamen sind auch, strotzen auch nicht unbedingt vor Kreativität. Das gestehe ich mir auch ein. Aber ich war auch noch nie, also wirklich noch nie, ein kreativer Typ. In der Schule, in Kunst oder so. Ach Gott, oh Gott. Ey, das war die Hölle. Das war schon die Hölle in der Grundschule. Keine Ahnung. Ich habe immer nur so Krakelsachen gemacht. Und bei allen anderen Leuten sieht das mal alles voll episch aus. Sau gut. Da fragt man sich, meine Güte, wo liegt dein verdammtes Talent? Hast du überhaupt irgendwo ein Talent? Ja, mein Talent liegt wahrscheinlich darin, auf diesem Drehstern hier, eine wirklich schwache Leistung abzuliefern. Okay, jetzt... Oh, Junge, was tust du denn? Im letzten Part war ich gar nicht so schlecht. Wer sich jetzt wundert, boah, ist der schlecht, der Typ. Guckt euch den letzten Part an. Ich glaube, da war ich gar nicht übel. Da habe ich einige wache Momente gehabt. Ich bin auch ein müder Typ. Ja, natürlich, ich bin ein müder Typ. Schieben wir es einfach darauf. Du schiebst immer darauf, dass du müde bist. Ich schiebe eine Menge Sachen darauf, dass ich oft müde bin. Muss ich mal so gestehen. Ich find's voll cool, wie der Mario angestrahlt wird von dem Stern. Seht ihr das? Das sieht echt geil aus. Also sowas hatten wir in Mario noch nie. Okay, wir hatten hier vieles grafisch in Mario so noch nie gesehen, aber vieles ist auch relativ standardmäßig oder so. Oder hat mich... Ich mach's immer zu spät. Ich will's auch einfach nicht zu früh machen. Weil zu früh... Oh nein! Ich hätte mir auch den Eichelpilz da erst holen können. Den Haselnusspilz. Es ist ein... Aber bin ich eigentlich dämlich? Oh Gott, Junge. Warum machst du das? Ich mache mir das Leben hier zur Hölle. Und es ist so einfach. Es ist so einfach. Jetzt kann ich mal kurz gucken, was hier drin ist. Da ich da sowieso nicht dran komme. Ja, okay. Scheiße. Hallo. Oder besser gesagt, bye bye, zweiter Stern. Aber vielleicht... Oh, dreh dich doch mal in die... Okay, dreh dich doch mal in die richtige Richtung. Das Level ist voll schwierig. Geht vielleicht auch so. Na, komm. Komm ich da noch hoch? Tatsächlich. Okay, da wollte ich ja sowieso nur hoch. Alles andere geht ja jetzt auch gar nicht mehr im Moment. Ich versuch mal... Ich hab echt so meine Sorgen, hier irgendwas kaputt zu machen, weil ich... denke, vielleicht kommt da was raus, vielleicht kommt hier was raus, vielleicht
kommt aber auch nirgendwo was raus. Man weiß es ja nicht. Okay, den einen Stern, also die eine Sternmünze kann man bestimmt schon vergessen. Weil die garantiert was mit dem Block da zu tun hatte, mit der Rankenpflanze. Die war da nicht umsonst. Mein Handy klingelt. Das ist aber jetzt gerade egal. Oder ich gehe kurz ran. Eine Sekunde. So, Leute, entschuldigt die kurze Störung. Wobei, ist für euch, glaube ich nicht ganz so tragisch. Ich überlege gerade, versuchen wir die zu holen. Nein! Den wollte ich jetzt gar nicht holen. Aber ich habe mit einer Logstick mal wieder kurzfristig gesteuert. Weil mich... Ich weiß nicht, ich glaube, es hat mich so überkommen, dass ich dachte, oh Mann, Analogstick. Geil. Ist natürlich Blödsinn, der Analogstick ist einfach, das ist nicht gut, nein. Ich habe jetzt so irgendwie die böse Befürchtung, dass ich die Münzen hier nicht mehr kriege. Okay, das hat auf jeden Fall was zu sagen. Dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das ist, ja... Das ist Münze Nummer 3. Ja gut, Nummer 2 ist vermutlich an der einen Stelle. Ja, vermutlich. Ich gehe da einfach mal jetzt ganz stark von aus, dass es so ist. Ist auch egal, wir beenden das Level jetzt trotzdem erstmal und schauen uns das nächste gleich an, weil ich denke mal, das wird sonst wieder zu langweilig. Hey, hey, am Beitrag für dich. Bei welcher Zeit gehe ich da eigentlich immer rein? Ich sehe das nie. Ich guck da auch nie nach. Ein Mini-Pilz, okay. Ein Mini-Pilz so in der Rückhand, das ist wirklich nicht übel. Haben wir jetzt endlich mal so viele Items, dass wir sehen können, dass wir... Nein. Gut. Dann eben nicht. Nehmen wir den Mario hier mit. Nehmen wir den... Ja, wir nehmen ihn mit. Komm. Wird schon seinen Grund haben. Ich bin mal gespannt, was der kann. Pincool Polonaise. Oder Pincool Polonaise. Keine Ahnung. Was kannst du? Er schießt Blubberbläschen. Wie kann mir das helfen? Und soll ich wirklich eine Eisblume mitnehmen? Nein. Nein, 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 nein. Meine Eisblume, so ein Pinguinanzug würde hier vielleicht Sinn machen. Allerdings. Yay, yay, yay. Oh, okay, der Yoshi macht hier Sinn. Das ist mal sicher. Ach Gott, das wüsste ich gar nicht, wie hätte ich das denn gerade schaffen sollen. Was für eine Jump'n'Run-Experte muss man sein, um diese Stelle zu packen, ohne diesen Yoshi hier? Keine Ahnung. Das ist... Habt ihr das... Double Kill oder was? Zum einen mich und zum anderen fresse ich ihn, was? Nein. Schneller, schneller. Oh, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Kommt mal klar. Das ist ja richtig schwierig. Das ist ja richtig, richtig, richtig schwierig. Man weiß auch gar nicht, wie viele Welt das jetzt... Okay, es wäre theoretisch egal, wie man es macht, die dritte. Für mich ist es die vierte, also dürfte sie eigentlich vom Schwierigkeitsgrad nicht so übertrieben sein, aber im Moment denke ich mir gerade, leck mich am Arsch, das ist aber... Ja, Respekt, Respekt. Ich bin jetzt auch so ein bisschen abgelenkt, wegen dem Telefonat. Ich habe jetzt gleich was zu tun hier nach... Ich hab gesagt, ich mache noch eher den Part zu Ende und danach... Ja, danach ist Feierabend mit dieser Aufnahmesession. Ist auch nicht schlimm. Ich meine, ich habe dann 3 Parts aufgenommen, das ist ganz cool. Und ja, macht auch alles nichts, weil wir können danach ja immer noch weiterspielen und so. Das ist ja das Schöne. Die Möglichkeiten sind irgendwo fast schon unbegrenzt, möchte man sagen. Ja, jetzt wäre es eigentlich ganz cool, wenn... Was ist das denn hier? Eine Eisblume, schon... Ich glaube, ich muss dich mal kurz loslassen, mein liebster, bester Freund. Oh, das ist sogar Nummer 2. Was? Wir haben noch keine verpasst? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass ich schon definitiv eine verpasst habe. Aber gut, dann bin ich zufrieden. Weil ich hatte mir gedacht, meine Güte, ja gut, ich bin jetzt ein bisschen abgelenkt, weil ich halt keine Zeit mehr habe. Aber unter diesen Umständen ist das ja alles gar nicht so wild. Da komme ich doch bestimmt hoch. Wo bleiben die Pinguine? Kommen die nur einmal? Oh, komm. Oh nein! Oh Mann, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Und hoch! Ja. Jetzt sind noch ein... Oh nein! Ein paar gezielte Sprünge.
Okay, immer wieder dieses Zurückdrehen. Also das habe ich auch in Mario Bros. 1 schon immer und immer wieder benutzt. Also nach vorne zurück, nach vorne zurück, nach vorne zurück, nach vorne zurück auf dem Steuerkreuz. Ist irgendwie die beste Strategie, wenn man sich bei schwierigen Sprüngen, schwierige Sprünge, ja, wirklich. Die waren ja irre schwer und schon wieder, jetzt ist es endlich soweit. Wir sehen, ob es eine zweite Seite bei den Items gibt. Ich hoffe ja. Ich hoffe, ohne Eisblume. Die Items werden besser. Also am Anfang nur Pilze und Sterne. Oder eigentlich haben wir von dem Typen immer nur Sterne bekommen. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Zeig her. Ah. Leider kein Platz für neue Items. Das ist doch wohl richtig scheiße. Ja, du kommst weg. Ja, muss ja. Hilft ja nichts. Okay. Ja, ist okay. Gut, dann schnell an dem vorbei. Die Eiswürfelfälle, Tanztee im Tauwetterturm. Tanztee. Ich glaube, das ist für alte Leute, oder? Okay, es sah zwar so aus, als hätten wir den Yoshi hier, aber irgendwie auch nicht. Wahrscheinlich ist er in einem Turm nicht unbedingt erwünscht. Kann natürlich sein. Ja, wisst ihr, wer auch nicht im Turm erwünscht ist? Ich. Okay, ich, Ja, ich kenne die Dinger. Ach, vom Sehen. Ich glaube, ich glaube nicht nur, ich bin mir sicher, ich werde in diesem Turm sterben. Ja, ich gehe drauf. Doch. Doch, 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 hier gehe ich. Glück. Glück muss der Mensch natürlich auch mal haben, das ist ganz wichtig. Okay, wir müssen halt alles absuchen, es ist leider Gottes so. Ja, fall schon runter. Vielleicht gehe ich in dem Turm doch nicht drauf. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ach, wobei, das kann ich doch vielleicht da. Ja, klar. Ich kann natürlich erstmal hier hin und dann einfach da rüber. Mehr oder weniger. Oh. Okay, jetzt hätte es irgendwie voll viel Sinn gemacht, dass es da was gäbe. Aber na gut, dann nicht. Sag mal, ist hier denn echt nirgends... Okay, Moment mal. Also das ist doch auch natürlich wieder... Nicht? Wirklich nicht? Hier ist bestimmt was. Da ist was. Das glaube ich nicht. Das will ich nicht glauben. Das ist einfach nur... Na gut, dann nicht. Ja, wow, habt ihr das gesehen? Episch. Schon ein epischer Sprung dadurch. Wie viel Glück. Boah, schon wieder gelackt hier. Lackt ohne Ende. Ich mag das nicht, wenn ihr Glück habt. Der soll Pech haben, der soll verlieren. Sorry, passiert mal. Du sollst verlieren. Du sollst verlieren. Nein, ich verliere jetzt nicht. Ich hab heute mal einen guten Tag. Oh, das ist sogar die erste. Ich fasse es nicht. Ups. Ja, okay. Ich habe Spiel natürlich auch echt wirklich auf Nummer sicher, um nichts zu verpassen. Also an sich wäre es schon eine echte... echt eine krasse Sache, wenn ich irgendwas hier verpassen würde. Hm. Keine Ahnung, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ach, ich weiß es nicht. Ich bin mir immer so unsicher. Das Schöne ist, dass wir mit der Eisblume die Gegner auch noch besiegen können. Bin mir fast sicher. Nein, 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 da, da. Da hätten wir bleiben müssen. Wollen wir wetten? Ich wette mit euch. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das ist gut, dass wir jetzt gestorben sind. Auch wenn man denkt, sowas ist nie gut. Aber doch, doch, doch. Ich glaube, das war jetzt echt clever. Wie clever. Ja, du bist der Größte. Das einzig Blöde ist, wir haben keine Eisblume. Ich hätte mir natürlich eine nehmen können. Habe ich nicht. Ja. Warum hast du es nicht getan, Chris? Warum? Erklärst du mir das? Ich dachte einfach... Oh! Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wenn die hier an der richtigen Position sind, dann gehen die down. So, und ich sage euch, hier ist nichts. Es geht... Oh Mann, ich habe echt... Da oben ist sie sogar. Da oben ist sie sogar. Das sah halt danach aus, ja. Verklagt mich doch. Ich hab's getan. Ich muss meinen Gedanken hier einfach freien Lauf lassen. Ich muss es versuchen und damit hat sich's. Ich wette, ihr spielt es auch nicht groß anders. Nein, tut ihr nicht. Überhaupt das bestimmt nur. Aber ganz anders als ich werdet ihr das auch nicht spielen. Eventuell mit ein bisschen mehr Skill und ja.
dass ihr weniger von Gegnern getroffen werdet, weniger falsche Sprünge macht als ich. Kann durchaus sein, dass, ja, würde ich auch jetzt nicht sagen, dass es anders ist. Nein, überhaupt nicht. What? Wieso ist der, da gerade das Handy klingelt schon wieder. Nein. Warum ist denn der platt? Alle sind platt. So, im besten Fall. Ja, was hätte ich denn machen sollen? Ich musste da ja schnell hin. Den will ich unbedingt haben. Okay. Och, Mann. Wieso passiert mir denn sowas? Das war doch wieder sau unnötig. Viel unnötiger geht's gar nicht. Ich fall jetzt endlich runter. Was ist hier? Ah, nichts, okay. Oh, ich hab so Paras, das glaubt ihr nicht. Ich hab so eine Scheißangst. Okay, hier kommt. Jetzt fall ich schon runter. Oh, jetzt haben wir die letzte wieder nicht, oder wie? Und wir sind ja auch nicht bei Donkey Kong Country oder so, wo ich jetzt sagen würde, da ist noch am Ende was. Okay. Das kann aber auch nicht grundlos da sein. Doch, kann's. Warum ist da eine... Vielleicht soll das ein Hinweis darauf sein, dass hier auch eine ist. Ja, schön, aber eine Feuerblume will ich nicht. Ich will die letzte Münze. Kacke. Na gut, wir haben sie nicht bekommen, wir leben damit. Und zocken einfach weiter und besiegen diesen komischen Typen, wollen wir den einmal mit einer Feuerblume besiegen und das versuchen. Dass wir einfach mal gar nicht auf den Kopf springen, sondern einfach nur stumpf draufballern, einfach um zu gucken, wie viel der aushält. Ja, ich denke, das ist gar keine schlechte Idee, das haben wir nämlich noch nie gesehen. Und, ja, wie oft komme ich schon mit einer Feuerblume zu dem? Ja, bedeutet natürlich, ich muss auch durchhalten. Wenn ich das nicht durchhalte... Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Das hätte voll ins Auge gehen können. So, bam, erledigt. Ist gar nicht so schwierig. Also, das kann ich wohl so sagen. Das kann man durchaus schaffen. Ist kein Hexenwerk. Nein. Das nun wirklich nicht. Schön, dann können wir auch speichern und den Part beenden an dieser Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe übrigens immer, dass es euch gefällt. So. Also wenigstens ein bisschen. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Part. Dann werden wir eventuell den dritten Dings hier holen und uns so ein bisschen die nächsten Levels angucken. Gletscher der Stachelgumbas, irgendwie sowas. Bis dann und ciao.